Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Folge 32, DSA LARP. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Neulich in Aventurien. Heute geht es um das Thema DSA LARP. Das ist der Punkt, wenn die Pen-Paper-Spieler plötzlich durch den Wald laufen. Ja, ich bin heute hier auch nicht alleine. Mit dabei ist heute der Atta. Hallo und frohes neues Jahr, zumindest für euch, für uns noch nicht. Und wir haben uns einen echten Experten wieder dazu eingeladen, nämlich den Marc Acker Feierabendfuchs. 12 zum Gruß und abends mit euch. Man könnte auch sagen einen Fexperten, ne? Ja, das ist ein gutes Wortspiel. Fexperte. Fexperte für DSA LARP. Aber, Alter, was ist denn LARP? Du hast es eigentlich gerade schon ganz gut eingefangen. LARP ist der Punkt, wenn man sagt, uns reicht es am Spieltisch nicht mehr mit dem Vorstellen und der Immersion, sondern wir wollen das tatsächlich selber spielen. Das heißt, je nachdem, LARP gibt es genauso vielen Settings wie Pen and Paper. Hat natürlich gewisse Grenzen in der Darstellbarkeit, aber im Endeffekt gibt's da auch alles von Science-Fiction über Fantasy, über 1920er, Western, was das Herz begehrt. Und man trifft sich meistens am Wochenende in irgendwelchen Locations, das kann eine Burg sein, das kann der Wald und der Zeltplatz sein, am besten etwas ab vom Schuss, damit nicht so viele SpaziergängerInnen vorbeikommen, oder auch irgendeine andere Location. Alle in Gewandung und alle steigen eben voll ein und in der Regel bleibt man quasi das ganze Wochenende in Time, bis auf so Zeiten wie ich gehe auf Toilette oder ich bin in meinem Zelt und schlafe. Dementsprechend, ich glaube, manch einer würde sogar sagen, LARP ist quasi noch eine Stufe mehr Rollenspiel als Pen Paper. Es hat auf jeden Fall einen ganz anderen, also es geht immer viel intensiver rein, ist aber dafür natürlich in vielen Punkten begrenzt, weil man Dinge darstellen muss und darstellen können muss. Und es ist etwas schwierig, einen riesigen Drachen am Himmel erscheinen zu lassen, wenn ich das mit Pen Paper mit einem Satz erwähnen kann. Aber vielleicht, lieber Marc, magst du dich einmal vorstellen, warum du überhaupt unser Experte bist. Und danach kannst du vielleicht auch direkt sagen, was für dich LARP primär von Pen Paper unterscheidet. Wenn ich es richtig verstanden, machst du ja beides. Das ist richtig. Erstmal zu meiner Person. Ich bin Marc, 37, komme aus Bochum in Nordrhein-Westfalen und sicherlich könnten manche Leute bei mir denken, ich bin Sternzeichen Fuchs, auch wenn es das nicht gibt. Pen and Paper mache ich seit 1999, habe damals mit DSA 3 angefangen, noch mit dem guten alten Boxensystem von Schmidt Spiele und habe nebenbei auch noch viel Vampire Masquerade, Shadowrun und ähnliche Systeme gespielt. LARP habe ich dann erst nach meinem Abitur während meines Studiums angefangen. 2008 rum war das. Da wurde ich damals durch Freunde draufgebracht und habe da im Bereich Mittelalter-Fantasy ganz viel gemacht, aber habe auch sehr viele Jahre lang Endzeit-LARP und andere Genres abgedeckt. Das hattest du ja gerade schon erwähnt. Da gibt es eben genauso wie beim Pen and Paper sehr, sehr viel, was man beackern kann. Ja, was unterscheidet Pen and Paper und LARP? Das, was du gesagt hast, ist natürlich ganz klar diese Live-Unterscheidung. Das heißt natürlich auch, wenn ich in einem zum Beispiel direkten Dialog mit jemandem bin, dann habe ich natürlich eventuell nicht die großartige Zeit, wie beim Tischrollenspiel darüber nachzudenken, was sage ich, sondern dann muss ich auch ein bisschen spontan und spritzig sein. Nicht umsonst wird LARP ja immer sehr oft mit dem Wort Improvisationstheater beschrieben. Und viele LARPer vertreten auch den Ansatz, nicht zugucken, sondern mitmachen für Neue und Interessierte. Einfach, dass man direkt in diese fantastische Welt reingezogen wird, egal was und wo man genau spielt. Und im LARP gibt es auch unglaublich viele verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Wir leben in einer Zeit, wo wir als Erwachsene natürlich immer weniger Zeit haben, sei es Job- oder familienbedingt, so dass sich über die Jahre hinweg auch neue LARP-Ansätze gebildet haben, die abseits von Kampagnen-LARP, also immer wiederkehrenden Veranstaltungen mit den gleichen Charakteren und sich fortsetzenden Dingen, so wie man das ja durchaus auch vom Pen and Paper kennt, dass man eben eine Kampagne nach und nach durchspielt, hat es sich beim LARP oft auch zu so One-Shot-Veranstaltungen hin entwickelt, die dann zum Beispiel oft unter dem
Aspekt Nordic LARP laufen, was dann im Prinzip so ein bisschen, ich sag mal, oftmals in die Richtung Escape Room für Erwachsene in groß und mit viel Rollenspiel geht und so weiter und so fort. Und also meiner Meinung nach verfolgt, ich berühre das natürlich nur von außen, Nordic LARP auch so ein bisschen anderen Ansatz. Es geht dabei auch ganz viel darum, wirklich so Grenzerfahrungen zu machen und so eigene Erfahrungen zu machen, eben gerade zum Beispiel im Endzeit-Setting mit diktatorischen Systemen und eben wirklich diese kleine Mühle zu sein, aber eventuell auch mal in so eine Machtposition zu gehen und diese Macht auch auszunutzen, also wirklich so Erfahrungen zu sammeln, die man im Alltag nicht sammeln könnte und Dinge zu machen, die man im Alltag niemals tun würde, noch mehr als es beim LARP eh schon der Fall ist. Wo es ja auch ganz viel, man oft auch hört, dass Leute sagen, im LARP kann ich Dinge, die ich in der Realität überhaupt nicht könnte, in meinem persönlichen Verhalten, in meinem Auftreten, im Umgang mit anderen, und kann plötzlich Sachen erproben und ausprobieren, die ich nämlich in der Realität niemals trauen würde, weil es eben so ein ganz eigener Kontext ist und alle halt wissen, dass es ein Spiel ist am Ende. Das ist richtig, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das hat sicherlich auch im LARP allgemein einen großen Ansatz, dass man sich natürlich auf eine gewisse Art und Weise fantastisch selbst verwirklichen kann. Ich habe auch in all den Jahren, die ich jetzt LARPe, doch wirklich, wirklich sehr viele Geschichten davon gehört, wie Leute sich über ihr Hobby einfach verändert haben. Leute gesagt haben, ich war früher unfassbar introvertiert, du konntest mit mir nirgendwo hingehen, ich wollte einfach direkt wieder weg. Und über ihre Liebe zum LARP nach und nach zum Beispiel entdeckt haben, dass sie sich nicht immer nur verstecken müssen. Was würdest du denn sagen, also LARP, ich glaube, LARP hat auch der eine schon mitbekommen. Ich glaube, was selbst viele Leute, die Pen Paper, die DSA spielen, und ich meine, darum beschäftigt sich auch dieser Podcast, noch nicht so bewusst haben, ist, dass es auch DSA-LARP gibt. Gibt es etwas, was für dich DSA-LARP von anderem, gerade mittelalterlichen Fantasy-LARP, spezifisch unterscheidet? Oder ist es einfach quasi eine Spielwelt unter anderen Spielwelten? Naja, das ist jetzt natürlich eine sehr subjektive Auffassung und das muss ich auch sagen. DSA war mein Einstieg in den ganzen Bums, sage ich mal so. Dieses Worldbuilding, was wir da haben, sucht natürlich teilweise seinesgleichen. Und dadurch, dass es auch damals schon vor allen Dingen in Deutschland natürlich wesentlich besser verfügbar war als Dungeons and Dragons teilweise, ist es einfach etwas, womit ich persönlich schlicht und ergreifend aufgewachsen bin durch die älteren Geschwister meiner Freunde und wir dann selber auch damit involviert wurden. Da war es bei mir auch nur eine Frage der Zeit, bis ich im LARP, was ich allerdings im generischen Mittelalter-Fantasy, wir sprechen auch meistens von Crossover-Fantasy, angefangen habe, dann aber irgendwann tatsächlich dazu kommen würde, einen DSA-Charakter zu bauen. Und während man natürlich, und da kommen wir auch nochmal auf Unterschiede zwischen LARP und Pen and Paper, während ich mir natürlich beim Pen and Paper das relativ leicht machen kann, auch wenn man natürlich bei DSA und anderen Systemen, die doch recht in die Tiefe gehen, davon sprechen kann, dass das für Anfänger mit Sicherheit nicht leicht ist, einen Charakter zu bauen. Selbst wenn man einen Charaktergenerator benutzt. Hier übrigens nochmal Shoutouts, muss ich jetzt einfach tun, an den unfassbar tollen Menschen, der Optolith programmiert hat. Ich liebe ihn einfach. Ich habe damals schon mit ihm, ich musste ihm damals Feedback geben und ich liebe es einfach. Das kann ich aber auch nur unterstützen. Ich glaube, die Hörer des Podcasts kennen auch meine Meinung hierzu. Ein Benutzer und Liebhaber von Optolith. Unfassbar schön. Wenn man eben DSA 5 mag, aber das ist eine andere Sache. Wir sind ja Gott sei Dank beim LARP. Auch DSA 4 hatte ja schon mit der Heldensoftware damals eine technische Unterstützung, weil das Charakterbauen irgendwann ausgeartet ist im reinen, zwar technischen Sinne. Genau, und beim LARP hast du natürlich da eher andere Ansätze, weil im Regelfall, das ist ein witziges Wortspiel jetzt, im Regelfall sind Regeln nicht so wichtig. Besser gesagt, Charakterwerte etc. pp., das ist halt im LARP natürlich bei den meisten Systemen nicht mehr relevant. Das hat sich über die Zeit von 2008, wo ich angefangen habe, wo das Ganze dann durch das System, du kannst, was du darstellen kannst, langsam sehr aufgebrochen wurde. Vorher gab es wirklich sehr viele Regelsysteme wie Phoenix oder das Dragonsys,
was noch sehr viele Pen-and-Paper-Ansätze hatte, die quasi ins Live umgesetzt wurden. Heutzutage spielen, ich kann euch keine Prozentzahl sagen, wie könnte ich das auch, aber ein riesiger Teil der Community spielt aufgrund von du kannst, was du darstellen kannst. Für die von euch, die mit LARP keine Erfahrung haben, das System ist eigentlich vom Namen her selbsterklärend. Ich überlege mir einfach bei meiner Charaktererschaffung sehr genau, was möchte ich denn eigentlich darstellen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte einen Rondra-Geweihten gerne im DSA-LARP mimen, dann sollte ich mir natürlich Gedanken machen, kann ich das auch entsprechend darstellen? Und dazu gehören natürlich neben den Bereichen, die erstmal offensichtlich sind, also da ich das live mache, muss ich mich auch so anziehen, also eine Gewandung tragen. Sprich, ich muss erstmal schauen, kann ich mir das selber nähen? Kann ich das kaufen? Kann ich das basteln? Kann ich das modifizieren? Und so weiter und so fort. Habe ich die Zeit dafür, etc. Aber es geht eben über das rein Optische natürlich auch hinaus, denn das Character Building ist natürlich auch entscheidend. Das heißt, ich baue mir den Charakter zwar nicht in Werten, aber ich baue mir ja trotzdem einen Hintergrund. Genauso wie wir im Pen and Paper uns Gedanken darüber machen, wo kommt mein Charakter her, was hatte er für eine Kindheit, in welchem Glauben ist er aufgewachsen und so weiter, muss ich mir halt auch im LARP die gleichen Fragen stellen und dadurch halt meinen Charakter für mich selbst erschaffen. Und dann kommt der dritte Aspekt dazu. Jetzt sehe ich zwar so aus wie ein Rondra-Geweihter und jetzt habe ich auch die Background-Story eines Rondra-Geweihten, aber kann ich das denn auch vernünftig darstellen vom Spielerischen her? Und bei all diesen Punkten, also vor allen Dingen bei Gewandung und bei Darstellung, scheiden sich immer so ein bisschen die Geister, weil natürlich möchte man möglichst inklusiv agieren. Das heißt, ich möchte ja niemandem vorschreiben, nee, tut mir leid, ich finde, du solltest mit deinem Körpergewicht wirklich keine Elfe spielen. Das finde ich total, also das passt nicht in mein Fantasy-Weltbild. Ja? Das hat sich über die Jahre sehr gewandelt. Inklusion ist ein wichtiges Thema im LARP. Gleichzeitig aber natürlich trotzdem auch das Thema Eigenwahrnehmung und auch eben die entsprechende Umsetzung, denn ich möchte ja für mich persönlich auch, dass ich mich da wohlfühle und dass das gut rüberkommt und dass Leute gerne mit mir einfach Zeit verbringen und dass wir uns gegenseitig, und das ist im LARP ein großer Aspekt, unsere Zeit schön machen. LARP ist kein ich gehe jetzt als Held irgendwo hin und rock alles weg. Das ist ein Aspekt, der ist sehr antiquiert. Den haben wir aber hoffentlich auch im Pen Paper nicht mehr. Ja, im Pen Paper würde es zumindest funktionieren, wenn sich alle vier SpielerInnen zumindest gleichermaßen alles wegrocken dürften. Im LARP hat man halt nicht vier SpielerInnen, sondern wahrscheinlich eher 40 und wesentlich weniger NSCs, denen übrigens auch gerade im LARP eine ganz besondere Liebe gelten muss, weil das sind Leute, die sich immer auf die Con setzen, um sich wegkloppen zu lassen. Oder andere auch, Funktionen übernehmen. Genau, eben, also kannst Rollen übernehmen und so weiter, aber die halt nicht ihren eigenen Charakter dort spielen können. Manche auch wollen, manche tun das ja aus tiefer Überzeugung, aber soweit ich das mal mitbekomme, ist das ja nach wie vor im LARP großes Thema, NSCs zu generieren und genug NSC-SpielerInnen zu haben, die eben auf die Con kommen, damit man eben auch ein Setting darstellen kann, eine Umgebung, damit man Leute hat, mit denen man interagieren kann und nicht nur die HeldInnen alleine durch die Gegend stapfen und dann ein Ork in 300 Horden ankommt, jeweils alleine, weil das dann auf der anderen Seite auch ganz schnell, also das ist natürlich überzogen gesagt, aber es wäre ganz schnell natürlich sehr, sehr langweilig, wenn es keine Leute gäbe, die eben für die Spielleitung dann die Rollen übernehmen, die Spielleitung im Pen Paper ganz einfach selbst übernehmen kann. Ja, tatsächlich hat der Olli, ein Freund aus der Schweiz, Grüße gehen raus, auch an dieser Stelle, im Übrigen, Achtung, Fremdwerbung, eure Podcast-Kollegen aus dem Witcher-Universum und zwar auch im LARP. Also wer da mal reinhören möchte, gerne bei Radio Novigrad vorbeischauen. Das sind eure Leute der Wahl dann. Und wir wissen ja, alle Podcasts kann man immer nie genug haben. Und der Olli hat aufgrund seiner Schweizer Herkunft das mal sehr gut formuliert. Wir sind wenige in der Schweiz. Wir haben also von vornherein immer sagen müssen beim LARP, auf der einen Veranstaltung bist du halt mal Spieler und auf der anderen hilfst du die Spieler zu bespaßen.
Und genauso sehen das eben auch viele. Und das ist auch eine sehr gesunde Einstellung, dass man eben nicht einfach nur nimmt, sondern auch gibt. Wobei ich NSC-Darstellung gar nicht so sehr nur als geben empfinde. Also ich habe NSC-Darstellung auf einer Con schon immer für einen, wenn ich mich nicht so recht traue, auf eine Con zu fahren und ich habe jetzt nicht eine Horde von Verbündeten an meiner Seite, die mit mir zu einer Con fahren, es aber gerne mal alleine ausprobieren würde, halte ich gerade die NSC-Darstellung auf einem LARP für genau vielleicht sogar den richtigen Einstieg ins LARP, um Kontakte zu knüpfen, um Personen kennenzulernen, um zu schauen, wie das abläuft. Ich muss mich nicht mit Hunderten von Sachen beschäftigen, sondern ich habe ein NSC oder entsprechende Vorgaben, kann mich über diese entsprechend informieren, mich darauf konzentrieren, mir die Sachen dafür erstellen und das darstellen. Und so finde ich den Einstieg wesentlich leichter, als wenn ich jetzt plötzlich ganz alleine mit wenig Vorwissen auf eine Con fahren würde und plötzlich einen Charakter spielen möchte. Und ich glaube, da schwimmt man einfach mehr im freien Raum und hat viel mehr Unbekannte, als wenn man eben einen NSC darstellt. Und es ist günstiger für alle, die so ein bisschen aufs Geld schauen müssen dabei. Auf jeden Fall. Da kann ich auch nur zu. Also bei allen Punkten von dir kann ich zustimmen. Das ist für viele auch der Einstieg in die Droge, könnte man sagen. Und ich glaube, es ist günstiger, nicht nur im Hinsicht, dass NSCs günstiger auf die Cons kommen, sondern als NSC hat man meistens Zugriff auf den Fundus der Orga, also des Teams, was dahinter steht. Und wenn man das ankündigt, dann bringen da sicherlich Leute auch ein bisschen mehr mit, sodass man mit wesentlich weniger Ausrüstung noch einfacher einsteigen kann, weil man sich vieles leihen kann, vieles ausprobieren kann, auch für verschiedene Rollen und sich nicht festlegen muss. Und LARP, ich glaube, da, man kann das versuchen, günstig zu machen, aber am Ende ist LARP, glaube ich, ein recht kostspieliges Hobby. Da sind wir Pen-Paper-SpielerInnen natürlich eh schon gebrannte Kinder. Ich glaube, die meisten haben ja doch eine kleine Bibliothek zu Hause. Aber LARP läuft da, glaube ich, nochmal den Rang ab, was die Gesamtkosten angeht. Das muss man, glaube ich, leider so sagen. Oder siehst du das anders? Das kommt immer drauf an. Ich kenne sehr viele LARPer, die ihr LARP verhältnismäßig günstig halten, aufgrund dessen, dass sie auch eine Vorliebe haben für Rollen, die da nicht so die krassen Sachen erfordern, wie ich lass mir jetzt eine maßgeschneiderte Rüstung vom LARP-Handwerker bauen, die den Wert eines Kleinwagens aufweist. Gibt es alles. Und sicherlich ist, wenn du bei den oberen 3% der deutschen Vermögensverdiener bist, das auch eine wunderbare Sache. Aber ich sag mal so, der Otto-Normalverbraucher, wie man so schön sagt, guckt natürlich dann auch, was geht denn so ab? Und das ist auch genauso wie bei jedem anderen Hobby, ob ich jetzt dauernd neue Fußballschuhe brauche oder ob ich passionierter Gamer bin und da mein Geld raushaue oder eben Pen and Paper und LARP mache, ist es genauso wie bei allem anderen auch einfach eine Definitionssache von wie ernst und wie zeitintensiv möchte ich dieses Hobby betreiben. Deswegen ist das, was ihr gesagt habt, mit zum Beispiel dem Einstieg über die NSC-Seite einfach etwas sehr Angenehmes, wo ich eben mit potenziellen Ressourcen und Hilfen arbeiten kann, die mir das wesentlich erleichtern. Aber in unserer Zeit, wo wir mit Discord, Foren und anderen Präsenzen arbeiten, wo sich sehr leicht ausgetauscht werden kann, da ist es zum Beispiel auch ohne Probleme möglich, als LARP-Anfänger sich da so ein bisschen reinzufuchsen. Und wir haben zum Beispiel, wo ich selber auch eben sehr aktiv bin in der Witcher-LARP-Szene, haben wir zum Beispiel sogar einen deutschlandweiten Discord extra dafür gegründet. So gut wie alle Orgas aus dem Bereich, die Cons organisieren, sind eben da vertreten, sprechen sich da auch ab. Und neue Interessierte in diesem Subgenre, Witcher dürfte ja den meisten ein Begriff sein, spätestens seit der Netflix-Serie. Und da stößt man dann halt im Zweifelsfall auch auf eine Community, die einen natürlich aufnimmt. Um mal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, weil wir jetzt tatsächlich ein bisschen abgedriftet sind, von was hebt DSA-LARP speziell von anderem LARP ab? Für mich ist es, wie gesagt, immer schon eine sehr subjektive Sache gewesen, aber ich nehme auch DSA-LARP als eine recht interessante Bubble wahr, denn das ist mit Sicherheit nicht die größte LARP-Szene oder das größte LARP-Subgenre in Deutschland.
Allerdings sind da doch eine Menge Leute vertreten, die das einfach schon seit ihrer Kindheit kennen und die das halt einfach vom Herzen her auch leben. Und das ist schon immer eine schöne Sache. Ich bezeichne das gerne immer als großer Flauschball. Nicht, weil man jeden einzelnen Menschen da drin kennt, auch wenn das über die Jahre hinweg dann echt Gefahr läuft, dass das nicht ausbleibt. Aber doch, weil die Leute sich immer alle sehr liebenswert und gegenseitig unterstützen. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man einfach sehr gut mit dagegen halten kann, dass man Gatekeeping betreibt. Was zum Beispiel diversen Subgenres wie dem Witcher Lab, aber auch dem DSA Lab teilweise jahrelang so ein bisschen angehaftet hat. Es gibt durchaus Leute, die mir gegenüber zum Beispiel schon gesagt haben, ja, Lab an sich kein Thema, aber jetzt mit dir mal auf den DSA Lab fahren. Ja, ich kenne da ja außer dir keinen und ich habe gehört, die kennen sich alle untereinander und dann bin ich da so der Fremdkörper. Und ich werde immer nicht müde zu betonen, so, hey, ganz ehrlich, musst du überhaupt keinen Schiss vorhaben. Einfach hingehen, einfach eine tolle Zeit haben. Die Leute sind so dermaßen inklusiv. Gilt Gott sei Dank für fast jedes LARP, auf dem ich bis jetzt war. Aber ich finde, das kann ich bei DSA LARP durchaus immer noch mal hervorheben. Was natürlich so eine Sonderrolle auch immer einnimmt, von wegen, wenn du so ein Subgenre bespielst, dann hast du natürlich auch den Fall, dass du eben Cons rein in diesem Genre veranstaltest. Also, wo die Veranstalter auch nicht möchten, dass Charaktere eben aus anderen Genres zum Beispiel dabei sind. Also beispielsweise aus dem Witcher Lab oder aus Warhammer oder aus Dungeons and Dragons Universum und so weiter. Ja gut, kann ich mir aber auch schwer vorstellen. Also wenn ich in meiner Pen-Paper-Runde in Aventurien in Andergast spiele und plötzlich kommt Geralt von Riva an, würde ich auch sagen, Als Spielleitung würde ich sagen, nee. Ja, du kannst dir vielleicht einen Charakter nach den DSA-Regeln, Vorbild oder paar Aspekte von Geralt von Riva ziehen, aber den Geralt von Riva kannst du jetzt nicht in meinem Andergast spielen. Also hätte ich zumindest persönlich Schwierigkeiten. Natürlich kann das jede Gruppe machen, wie sie möchte, aber DSA-Lab ist für mich unweigerlich mit Aventurien und dem bestehenden Aventurien, wie ich es kenne, aus dem Pen and Paper verbunden. Also ich glaube, man muss ja natürlich schon unterscheiden, Crossover und Pen and Paper ist schon eher ungewöhnlich. Das machen dann einzelne Gruppen, weil sie wirklich Bock drauf haben, aber es ist, glaube ich, schon eine sehr kleine Nische. Und dann eher meistens so akut einzelne Szenarien, einzelne Kampagnen, einzelne Chroniken. Aber grundsätzlich ist natürlich LARP, die Anzahl von Cons ist limitiert, die Anzahl der eigenen Zeit ist limitiert. Und ich war vor einigen Monaten bei einer Geburtstag auf einer Taverne mit, als sonst nicht LARPer, aber man so ein bisschen Gewandung haben wir auch von unseren Online-Runden, wo wir auch gewandelt spielen. Und da waren unter anderem ein Boroni und ich glaube eine Praiotin, ich bin mich sicher, es könnte auch eine Rajani gewesen sein, ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Machst du das auch, dass du deine DSA-Charaktere auch außerhalb des DSA-Universums nimmst? Du sagst es gerade, du bist im Witcher-Universum, da wirst du ja wahrscheinlich Witcher-Charaktere spielen, aber es gibt ja auch gerade bei den großen Fantasy-Cons, also Conquest of Missandei, Drachenfest, die sind ja, also an sich sind die ja offen für alle Systeme. Machst du das? Beziehungsweise, wie gehst du denn damit um? Weil DSA ja an sich eben durch den dichten Hintergrund man schwerlich sagen kann, ja, okay, das sind alle die hinter dem Gebirge wohnen. Wie das sonst in vielen LARP, LARP-Regionalregelwerken quasi funktioniert, wo die Leute ihre Region aussuchen, aber klar sagen, außerhalb davon definieren wir das nicht, damit da Charaktere aus anderen Welten, von anderen Orgas, von anderen Vereinen rüberkommen können, ohne dass es einen starken Widerspruch gibt. Wie gehst du damit um? Oder machst du es einfach gar nicht und trennst sehr stark zwischen deinem Crossover-LARP und deinem DSA-LARP? Es gibt eine Menge DSA-LARPer, die das machen. Die bespielen ihre DSA-Charaktere rein auf DSA-Con-Veranstaltungen. Ich selber mache das nicht. Ich bin auch auf Crossover-Sachen zu finden. Ich suche mir das aber sehr spezifisch aus. Du hast schon die beiden größten in Deutschland erwähnt, nämlich das Conquest of Mythodea und das Drachenfest. Ich selber bin seit 2011 jedes Jahr solche ausgenommen auf dem Drachenfest zugegen. Und habe da auch, nicht durchgehend, aber jetzt doch seit sehr vielen, vielen Jahren meinen Main-DSA-Charakter gespielt und führe das auch weiter fort.
Und bei uns ist es so, dass man da ein bisschen gucken muss. Wir haben das meistens als DSA-Laper so nach dem Motto, Dinge, die auf DSA-Cons passieren, tragen wir durchaus auch mit ins Crossover, also ins Fantasy-Crossover rein. Also Charaktererfahrungen und so weiter. Aber wenn ich jetzt in Aventurien selber spiele, also auf einer Con Teilnehmer bin, dann erzähle ich nicht etwas über die großen Streite in den Drachenlanden oder über die Eroberungsfeldzüge in Mutodea und so weiter und so fort. Was immer so gerne damit argumentiert wird, auch mit den Worten so, nee, jetzt sei mal lieber still, sonst stehst du gleich bei den Prajoten auf dem Scheiterhaufen, wenn du irgendwas über exorbitante Limbusreisen oder sonst irgendwie was erzählst. So, das muss ja nicht sein, ne? Sonst halten die dich noch für einen übelsten Schwarzmagier. Ja. Und wir wollen ja nicht so enden wie Borberat. Und deswegen ist das immer so ein bisschen diffizil, aber es klappt eigentlich ganz gut. Also ich kenne auch eine Menge DSA-Laper, die wie gesagt auf dem Drachenfest sind und da organisiere ich auch seit vielen Jahren tatsächlich selber das aventurische Treffen und den 12-göttlichen Konvent. Das heißt, wir haben auf dem Drachenfest immer eine Zusammenkunft von Aventuriern. Das haben wir jetzt zuletzt im Zwergenviertel gemacht tatsächlich, weil wir da auch ein paar Angroschim sitzen haben. Und ja, da kommen immer eine Menge Leute zusammen und im Anschluss bleiben dann noch die geweihten Novizen, Akoluten des zwölfgöttlichen Pantheons, um da sich auch noch ein bisschen auszutauschen. Aber wie gesagt, das ist im Crossover-Bereich, weil das Drachenfest, genauso wie das Conquest und auch viele andere Veranstaltungen im Fantasy, eben offen für diverse Subgenres sind. Also egal, ob ich da mit meinem Witcher-Charakter hinkomme oder ob ich was aus Warhammer Fantasy spiele. Ja, Landsknechte sind zum Beispiel immer so ein sehr berühmtes und beliebtes Spielthema. Und das ist da relativ offen. Aber reine DSA-Cons, da wird nichts anderes gespielt. Da werden nur aventurische Charaktere bespielt. Das ist denen schon sehr wichtig. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das geschieht in anderen Subgenres genauso. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, dass es diese One-Way-Richtung, also raus funktioniert, weil dann hast du in einem großen Sammelbecken viele Subgenres, die können sich dann sozusagen miteinander treffen, kommunizieren, weil du dann eine viel offenere Welt hast. Umgekehrt, ein geschlossenes Aventurien ist eben das Aventurien. Und ja, natürlich gibt es da vielleicht den Trick mit dem Limbus oder etc., aber das kann man dann, finde ich sogar ganz nett, so so als Trick ausgespielt, so psch, in deiner Vorstellung oder so, ne? Als Sexy sage ich auch immer wunderbar, ich bin durch die Nebel gereist. Aber also das bin mir jetzt ganz sicher, kommt das überhaupt nicht vor? Da gibt es auch DSA-Cons, die an sich offen sind, wenn zum Beispiel Leute sagen, ich spiele bereits Fantasy Lab und ich will mir DSA Lab mal angucken, aber ich möchte ungern einen neuen Charakter dafür erstellen. Kann ich mit meinem Charakter auf den DSA Lab kommen, oder würdest du sagen schon, dass die weite Mehrheit geschlossen fungiert? Was, also die weite vollkommen Mehrheit, legitim. Ja, die weite Mehrheit ist definitiv geschlossen. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass ich tatsächlich auf einer Veranstaltung angefangen habe, dass die zwar in Aventurien war, als rajanische Feierlichkeit, also Festivität, und die war aber tatsächlich auch für Außenstehende offen. Das ist viele Jahre her, und ich glaube, es ist genau 10 Jahre her, ziemlich genau, und das ist aber eine absolute Ausnahme gewesen. Also in den ganzen letzten Jahren habe ich kaum von aventurischen Cons mitbekommen, wo das auch für andere Charaktere geöffnet war. Tatsächlich ist es natürlich ein großer Unterschied, ob ich jetzt, sage ich mal, schon einen sehr ausgebildeten Charakter habe mit sehr spezifischen Sachen. Also da muss man jetzt unterscheiden. Du hast gerade das Beispiel mit Geralt von Riva genannt. Wenn ich jetzt natürlich eine Rolle spiele bisher, die sehr zugeschnitten ist auf irgendein spezielles Subgenre, sei es imperialer Landsknecht aus Warhammer, sei es eben Hexer aus dem Sapkowskischen Witcher-Universum oder eben irgendwie was anderes sehr Spezifisches, dann wird mir das schwerfallen zu sagen, okay, ich münze mir das jetzt eben mal auf DSA-LARP um. Wenn ich jetzt aber natürlich sowieso in LARP eingestiegen bin mit einer Magd oder mit irgendeinem Waffenknecht, dann ist es sicherlich kein Problem, mit einer
Gewandung, die bis dahin schon existiert, die minimal zu verändern, dass das zum Beispiel in Aventurien wunderbar placefittet. Also da sind die Grenzen der Kreativität, aber auch, ich sag mal, in Sachen Gewandungsgestaltung und Basteln natürlich kein Thema. Ich selbst habe auch schon diverse Sachen aus meinem Gewandungsfundus verwendet, um verschiedene Charaktere in verschiedenen Bereichen, egal ob als SC oder NSC, also Spieler oder Nicht-Spieler-Charakter, darzustellen. Und da kann man eben auch wunderbar flexibel reagieren, wenn man das vernünftig macht. Ist aber, glaube ich, auch, also gerade DSA ist ja einerseits ein nicht unbedingt immer einfacher Einstieg. Man kann sich aber den Einstieg in Pen & Paper oder eben auch in LARP auch ein bisschen einfacher machen, wenn man sich auf den mittelalterlichen Teil bezieht. Und man sagt jetzt, ja, man nimmt einen Charakter, den man aus DSA überall reinsetzen könnte ins Mittelalter oder einen Mittelaltercharakter, den man eben in DSA einsetzen kann. Wenn das jetzt nicht sehr speziell wird, kann man, glaube ich, sowohl im Pen & Paper als DSA-Neuling, aber auch im LARP als DSA-LARP-Neuling mit, ich sag mal, rudimentären Aventurienkenntnissen einsteigen. Und was du so gesagt hast von der Community, wird man, glaube ich, dann auch so ein bisschen mitgezogen und ja, passt sich der Umgebung, sage ich mal, an. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass plötzlich jemand aus Vampire ankommt und sagt, ich möchte aber meinen Charakter in Aventurien spielen. Also kann er ja mal versuchen. Ja. Nein, also Scherz beiseite. Es ist natürlich auch ganz simpel gesprochen, wenn ich jetzt irgendeinen, oder bleiben wir mal bei dem Thema Markt, ja, wenn ich jetzt eine Markt im Low-Power-Bereich erstmal spiele, das klingt jetzt überhaupt nicht so nach dem typischen DSA-Ding, wo man sagt so, ja, aber ich möchte doch einen Helden spielen. Differenzieren ist angesagt. Und wenn ich jetzt sage, ich gucke erstmal und möchte erstmal mit was Seichtem einsteigen, eine relativ normale Gewandung, die nicht zu teuer ist für den Einstieg, weil ich sie mir entweder selber gut machen kann oder weil ich sie mir bei diversen LARP-Shops, die man so findet, gut zusammenstellen kann und da nicht viel über 100 Euro komme oder sowas, dann kann ich zum Beispiel, wenn ich mit einer Markt aus dem Kosch einsteige, naja, man sagt ja nicht umsonst hinter Koschingen, was weiß die denn schon? Ja, also da muss ich ja nicht das hammermäßige Knowledge haben über die DSA-Lore. Da reicht es, wenn ich weiß, ich habe ein bisschen Hintergrundgeschichte, aus was für einem, also Familie, aus einem Haushalt ich komme. Vielleicht auch, wenn ich eine Magd war, wo habe ich gearbeitet und so weiter. Und natürlich so die Basics, also regionale Geografie. Was weiß ich? Was sind so die Käfer in meiner Umgebung? Und was ist die nächstgrößere Stadt? Weil weiter darüber hinaus wird dieser Charakter wahrscheinlich auch noch nie gekommen. Sein. Genauso wie an welche Götter glaube ich, in welchem Götterglauben bin ich erzogen worden. Also im Regelfall bei DSA ja sehr, sehr oft das zwölfgöttliche Pantheon. Und da habe ich ja dann auch eben nochmal meine Lieblinge. Ich weiß noch sehr genau, dass ich mit meiner doch ziemlich ausgeprägten DSA-Lore-Kenntnis auf Freunde und Freundinnen getroffen bin, die eben zu mir gesagt haben, du hör mal, was du spielst, fände ich voll toll. Ich würde gerne mit dir spielen, aber ich habe gar keine DSA-Erfahrung. Also ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Ich lab zwar schon ein bisschen länger, aber DSA habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und da ich zum Beispiel auch den zaorischen Hintergrund mit bespiele, habe ich gesagt, du, das ist überhaupt kein Thema. Wenn du so ein bisschen Grundknowledge hast, was man sich zum Beispiel über ein wunderbar zusammengefasstes PDF oder sowas anlesen kann, ohne sich in irgendwelche krassen Bücher reinzuwälzen, die man eben aus dem DSA-Hintergrund kennt, und dann noch ein bisschen miteinander wunderbar das feintuned über Kommunikation und gegenseitigen Austausch, dann ist da die Einstiegshürde erstaunlich gering. Und genauso ist es ja auch andersrum zu sagen, hey, du, also ich habe jetzt Pen-and-Paper-Erfahrungen, habe ich schon jahrelang gemacht, ich kenne mich in DSA aus, aber ich habe noch nie gelarpt. Wie gesagt, die LARP-Szene ist größtenteils sehr inklusiv, man wird da immer sehr aufgenommen und es gibt eben unfassbar viele Möglichkeiten, sich vorab zu informieren, mit anderen Leuten auszutauschen
Und auch da ist die Einstiegshürde vom Social-Aspekt her doch wesentlich geringer, als wenn ich sage, naja, wie ist denn das mit dem Finanziellen? Weil natürlich ist LARP nicht billig, aber wenn ich jetzt sage, ich starte erstmal mit dem Gedanken, irgendwie maximal 200 Euro in eine Gewandung zu stecken am Anfang, vielleicht sogar noch günstiger, und gebe dann irgendwie 100 Euro für meine erste Con aus oder vielleicht auch wieder weniger, weil ich ein NSC mache und da wird mir sogar noch ein Teil der Gewandung gestellt. Wie gesagt, wenn man über Einstiegshürden spricht, dann sollte man sich nicht zu schnell verunsichern lassen, egal von welcher Seite man auskommt, sondern sich einfach damit auf eine konstruktive Art und Weise mit der Community auseinandersetzen. Ich bin jetzt mal bewusst ein bisschen ketzerisch. Ich meine, DSA hat auch, glaube ich, im Pen-Paper-Bereich schon den Ruf, dass es viel Gatekeeping gibt und auch, sag mal, gerade weil die Lore so dicht und so umfangreich ist, eine sehr, sehr hohe Einstiegsschwelle hat. Und aus dem, was du sagst, du empfiehlst ja auch Charaktere, die sich eben nicht so sehr mit auskennen. Das heißt aber, du würdest schon sagen, dass man im DSA-Lab eben, sag mal, sich entweder gut, also entweder mit DSA schon gut auskennen muss oder sonst sich vielleicht eher von Rollen fernhalten sollte, die in Richtung gehen von einem adligen Charakter, einem sehr gebildeten Charakter, die sich eben in der Welt auskennen müssten. Wie sind auch Verhaltensweisen, was sind die Etikette und derlei Dinge. Weil am Spieltisch kann ich den Leuten einfach sagen, ja klar, spiel einen Adligen. Und wenn du was machst, was ich für nicht passend halte als Spielleitung, dann reden wir kurz, dann wirfst du im Zweifel so eine Probe auf Etikette und dann ist das Thema gegessen. Das kann ich ja im Lab nicht, beziehungsweise würde halt sofort auch jegliche Immersion sprengen. Und man muss auch ganz oft dann differenzieren, weiß die Person es gerade OT nicht besser oder ist es IT beabsichtigt, dass sie sich respektlos oder eventuell auch unkultiviert benimmt? Ist das schon eine Schwelle, dass man dann sehr genau auswählen muss, was man spielt im Lab? Oder gibt es da auch, sag mal, Workarounds in der Lab-Community, die du, wo du sagen könntest, man, da gibt es schon Lösungen für, man muss halt eventuell ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Willen investieren? Da sprichst du auf jeden Fall einen sehr guten Punkt an. Generell hantiert das auch so ein bisschen mit dem Thema Power-Level und so weiter. Ich muss an der Stelle einfach auch mal als kurzen Disclaimer einschmeißen, auch wenn ihr mich so liebevoll als Experten angepriesen habt, so muss ich da natürlich mal kurz ein bisschen niedriger stapeln. Ich bin einfach LARPer und mache das einfach nur schon mittlerweile eine überschaubar lange Zeit. Und auch wenn es da natürlich gerade in der DSA-LARP-Szene Leute gibt, die machen das doppelt so lange wie ich. Die haben LARP in Deutschland mit aus den Kinderschuhen gehoben. Und aber unter der Bedingung dürften wir auch keinen Podcast machen, weil auch bei DSA Pen Papers ist es ja noch schlimmer. Da findet man ja regelmäßig Leute, die das Gefühl, die das machen länger als ich lebe. Ja, das auf jeden Fall. Der springende Punkt ist, glaube ich, dass ich mir immer so ein bisschen bewusst sein muss, was mache ich da eigentlich gerade? Ich bin ein großer Freund von Selbstreflexion. Und manchmal stört es mich, wenn ich da selbst an meinen Ansprüchen versage, weil mir etwas mal durchgeht. Das habe ich über Jahre hinweg bei mir auch versucht, massiv zu ändern. Allerdings kennen wir das alle so, ich sag mal, aus Musikgenres und sowas, wenn es die guten alten Sprüche gibt mit, ach ja, ey, den modernen Mist kannst du alles in die Tonne kloppen. Früher war das alles besser, ja? Also die Musik, die Iron Maiden früher noch gemacht hat, oh ja, das war richtig geiler Scheiß, ja? Aber heute, nee. Und ich glaube, so verhält es sich dann teilweise auch vielleicht bei dem einen oder anderen LARPer. Genauso vielleicht wie beim Pen and Paper. Nur beim Pen and Paper fällt es vielleicht nicht so auf. Wenn ich natürlich so meine 2-3 Gruppen habe über die ganzen Jahrzehnte hinweg, mit denen ich spiele, dann habe ich unglaublich kleine Fluktuation an Leuten, die mir da durchgehen. Und diese Gruppenaspekte sind sehr minimiert. Bei LARP ist das was ganz anderes. Da bin ich auf einer Con auch mal mit 100 Leuten oder eben mit noch mehr. Und auf Großcons treffe ich dann einfach mal auf ein paar Tausend. Klar, mit denen spiele ich nicht allen. Aber die, auf die ich treffe, die habe ich im Zweifelsfall noch nie vorher kennengelernt. Und mit denen unterhalte ich mich dann. Mit denen komme ich in Konflikte. Und das ist ein Wort, was in den letzten Jahren im LARP massiv an Bedeutung gewonnen hat. Das sogenannte Konfliktspiel. Weil es gibt diese Aspekte, dass ich sage, ich möchte in mein Hobby, in mein LARP gehen und dort eine schöne, angenehme Zeit verbringen. Jetzt ist das natürlich ein sehr philosophischer Aspekt und auch sehr subjektiv. Was ist denn angenehme Zeit? Man spricht ja manchmal auch vom positiven Stress. Wenn ich mir jetzt als
sportlich minder begabter Mensch mit Rüstung, Schwert und Schild aufbürge, den halben Tag Schlachten zu schlagen, dann weiß ich auch hinterher, was ich getan habe. Und das ist anstrengend. Und da muss man dann natürlich auch immer so ein bisschen gucken, was geht denn. Aber mit Leuten generell in Konflikte zu kommen, so wie ich das als Spieler im Pen and Paper eben mache, mit dem Spielleiter, der mir die NSCs spielt, oder aber auch mit meinen Mitspielern, das klischeehafteste Beispiel, was mir gerade mal einfällt, wenn der Waldelf den Zwerg mal wieder als Boroborinoi, also als Bartmurmala bezeichnet und die Menschen in der Gruppe sich nur darüber wundern, was da jetzt schon wieder für ein uralter Konflikt dieser Spezies miteinander ausbricht, dann ist es auch Konfliktspiel. Aber es ist in wesentlich kleinerem Rahmen, als es im Lab stattfindet. Da ich da aber eben das nicht, wie du ja auch schon so gesagt hast, über Werte in irgendeiner Art und Weise entscheide, sondern über das Miteinander, über den Dialog, über das Kommunizieren und über das Handeln, muss man da einfach sehr bedacht sein, dass man nicht Leute irgendwie so vor den Kopf stößt, dass man ihnen da einfach das Wochenende versaut. Denn LARP ist ein Teamspiel. Wir wollen, wie gesagt, oder zumindest die meisten LARPer haben eben mittlerweile den Anspruch, wir möchten nicht mit Leuten da Erlebnisse teilen, die darauf aus sind, andere runterzuputzen, um sich selber raufzumachen. Man spricht vom Konzept her da meistens vom Play to Win. Also gehe nicht auf ein LARP, um das zu gewinnen. Also die tatsächlich leider eben dieser klassische Heldenkonzept-Vergleich, der ja oft dann naheliegend ist, sondern geh auf ein LARP, um mit anderen Leuten wirklich eine geile Zeit zu haben. Das kann aber auch sein, dass du eben Konzepte verfolgst, die eher auf ein Play to Struggle oder Play to Lose, das sind eben die besagten anglizistischen Konzepte, die dann eher reinkommen, dass ich eben sage, ey, mein Charakter, der ist sowieso so ein Typ aus der Winsalter Gosse, der hat sein Leben lang nichts anderes erfahren als Schelte und Ärger. Und wenn der natürlich irgendwo aneckt, weil der vielleicht die Magd vom Grafen XY irgendwie dumm von der Seite anmacht irgendwie, weil die ihm irgendwie Bier über den Ranz geschüttet hat und sagt so, ey, kipp das doch lieber in meinen Rachen statt über mich, gute verschwendete Bier, und das kriegt irgendeiner von seinen Waffenknechten mit, dann gibt's vielleicht Stunk. Das heißt aber nicht, dass der Spieler dieses Winsalter Gossenmenschen dann eben sagt, naja, dann muss ich ja mich auch zur Wehr setzen, dann muss ich da auch gewinnen, weil da habe ich ja jetzt was angefangen. Nee, es kann einfach sein, dass der sich astrein von diesem Waffenknecht zusammenmoppen lässt, sei es jetzt verbal oder physisch. In LARP-Grenzen natürlich physisch, möchte ich nochmal kurz hinzufügen. Wir verprügeln uns ja nicht richtig. Und diese Ansätze sind halt mittlerweile in modernen LARP-Settings unverzichtbar geworden. Und sich darüber vorher auch, das mag jetzt so, wie ich das hier referiere, ein bisschen kompliziert klingen. Wenn man da aber den Einstieg über die Community sucht und nicht einfach sagt, das kann ich auch wirklich niemandem empfehlen, ich interessiere mich jetzt dafür, ich shoppe mir jetzt in irgendeinem LARP-Shop meine Klamotten zusammen, baue mir rudimentär mein Konzept, so wie ich denke, dass das richtig ist, und dann melde ich mich für irgendeine Veranstaltung an und fahre da einfach hin. Das ist fast schon ein Garant dafür, nicht so guten Spaß zu haben oder vielleicht das Ganze auch eher so ein bisschen zu verkacken, wenn ich das so formulieren darf, als wenn du dich vorher mal mit Leuten auseinandersetzt, die das schon tun. Denn klar, Gatekeeping kann immer mal eine Sache sein und war es vor allen Dingen in der Vergangenheit auch immer mal. Aber im Regelfall sind die meisten LARPer echt flauschig und möchten einfach, dass Neuankömmlinge einfach Spaß haben. Es gab früher zum Beispiel auch dieses typische Gewandungsbashing, wenn Leute irgendwie digital ihre Sachen hochgeladen haben von ihren Startgewandungen und gesagt haben, so, hey, ich habe meine erste Gewandung für meinen Charakter fertig. Und da war es halt in der digitalen Welt früher über, egal ob Facebook oder das früher vorhandene LARPing oder sowas, gang und gäbe, dass da die Gewandungen zerpflückt wurden. Das ist halt einfach ein unglaublich schlechter Stil. Und wer das heute noch macht, der hat einfach eine Etikette im Internet immer noch nicht verstanden.
Ja, wäre natürlich auch schwierig. Also dann interessiert sich schon jemand und dann wird es einfach nur runtergemacht, statt dass vielleicht derjenige ein bisschen mehr an die Hand genommen wird und ihm vielleicht irgendwie ein bisschen mehr von der Welt erklärt oder gezeigt wird und dann verklickert wird. Nicht alles ist ganz stimmig oder passend, ne? Aber was ich so draus höre, ist auf jeden Fall die DSA-Lab-Community ja offen und zugänglich für eben Neuzugänge. Sofern die auch eben offen sind und nicht entsprechend hier bin ich und das mache ich jetzt, sich verhalten, richtig? Es gibt halt, wie gesagt, immer diesen freundschaftlichen Aspekt und den Aspekt von, wir möchten das miteinander machen. Ich selber bin aber auch ein sehr kritischer Mensch und ich mag auch nicht immer mit meinen Charakteren dauernd nur Play to Struggle oder gar Play to Lose haben. Ich möchte auch mal Erfolge im Lab haben, einfach weil das ja auch Spaß macht. Ja, also wenn du eben irgendwelche Rätsel löst und damit den Plot voranbringst oder wenn du eben heimlich irgendwie sonst irgendwie was tust. Ach, ich will jetzt gar nicht mich in irgendwelchen obskuren Beispielen hier auslassen, aber halt Play to Succeed. Also Erfolg haben, ist aber was anderes als Play to Win, wo ich eben für mich den Anspruch habe, ich muss das jetzt rocken. Und meine kritische Seite an der ganzen Sache ist auch immer wieder, und da geht jetzt auch mal ein Shoutout raus an alle DSA-Laper da draußen, Leute, gewöhnt euch einfach mal wieder an zu strugglen und zu scheitern. Ja, wenn da wirklich die Orga sich schon die Mühe macht und euch da Nicht-Spieler-Charaktere in Dämonenkostümen hinstellt oder sowas. Sei es auch nur als Hashtot. Oder gar eben sich die Mühe macht und versucht, einen Zand darzustellen oder sonst irgendwie was. Dann seid doch bitte, bitte, bitte so lieb und spielt das auch aus. Das sind fucking Dämonen. Darf ich das sagen? Ja, darf ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also es gibt dann oft diese Argumentation, ja, aber mein Charakter ist doch schon 20 Jahre bespielt und der hat doch alles schon gesehen. Der war in den schwarzen Landen und so weiter. Den juckt so ein Hashtot doch gar nicht mehr. Das ist doch nur ein Kuttenträger mit einer Peitsche und einem Schwert. In solchen Momenten, das ist überspitzt dargestellt jetzt, von mir formuliert, natürlich, ne? Aber in solchen Momenten rolle ich persönlich immer die Augen, denn es geht einfach nichts darüber, wenn ich plötzlich Spieler sehe, die schreiend, verzeiht mir übrigens das generische Maskulinum an dieser Stelle manchmal, ich schließe alle Geschlechter mit ein grundsätzlich, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, aber wenn ich dann eben Spieler und Spielerinnen kreischend vor Leuten, also vor Nichtspielern wegrennen sehe, die zum Beispiel Hashtots darstellen oder dergleichen, dann ist das einfach für mich Seelenbalsam und einfach auch im Lab eine unglaublich schöne, ambientige Sache. Denn das ist einfach das, was ich erwarte. Ja, ich, habe ich jetzt ganz oft gesagt, ist natürlich subjektiv. Aber es macht für alle das Worldbuilding einfach ein bisschen schöner. Wenn sich dauernd irgendwelche mundanen Charaktere, sei es jetzt irgendwelche todesmutigen Torvala, wie war das nochmal mit dem Aberglauben? mit ihren ganz normalen Schwertern oder Äxten gegen irgendwelche Dämonen schmeißen, dann denke ich mir manchmal immer wieder, ist das jetzt einfach nur Spielerwillkür, dass die das jetzt unbedingt wollen? Oder ist es tatsächlich in time Größenwahnsinn dieses Charakters? Und genau das Gleiche gilt eben auch für andere Aspekte. Also ich finde nichts schlimmer als Charaktere, die wirklich, wenn sie nur so mittelgerüstet sind und nicht in der krass fetten Plattenrüstung da anrücken, die irgendwelche Treffer von Armbrustbolzen wegstecken, als wär's eben ein Achselzucken und dergleichen. Also da kann ich mich wirklich fast schon in Rage reden. Denn das hat unglaublich viel damit zu tun, dass man einfach den Spielstil nicht so führt, wie man das eigentlich erwarten sollte.
ich glaube, man muss das auch mal an der Stelle zu Ende denken, weil im Endeffekt gibt es ja nur zwei Optionen. Entweder die Orgas fangen an, wettzurüsten mit den Spielenden. Das gewinnt immer die Orga, die SL, das ist ein Pen and Paper und im Lab dasselbe. Ich kann euch immer einen noch mächtigeren Gegner, als ihr es seid, entgegensetzen. Das Problem an diesem Wettrüsten ist, dass beim Lab noch mehr als beim Pen and Paper, weil da spielen die meisten Gruppen auf einem ähnlichen Niveau. Und wenn es eine bewusste Entscheidung ist, nicht zu tun, dann die AnfängerInnen, die ihren Ehrencharakter zum ersten Mal spielen, auf der Strecke bleiben, wenn die nicht sagen, ja gut, meine Markt kämpft halt jetzt gegen den Hashtag, das schafft, passt schon. Oder in der anderen Variante ist es eben so, dass deine Charaktere halt auch nie eine Herausforderung erleben können, weil wenn die Herausforderungen so sind, dass alle irgendwie dann eine Herausforderung haben, dann, und du sagst, ja gut, aber diese Dämonen habe ich schon 20 Mal gesehen, was innercharakterlich logisch ist, wo man, glaube ich, auch ein bisschen Metagame dem Ganzen gut tun kann, weil eben auf solchen Cons Leute sind, die mit den Charakteren seit 20 Jahren spielen, und andere Leute sind, die zum ersten Mal dabei sind, und die Orga muss ja irgendwas bieten, was für beide gut, was für beide Spaß macht, was beide anspricht, was für beide auch anspruchsvoll und eben auch für die Charaktere eine Herausforderung oder ein Erlebnis sein kann. Und das funktioniert nicht, weil sonst musst du anfangen, immer die Charaktergruppen, die SCs, total zu splitten und zu sortieren. Wer sind denn die AnfängerInnen, dass die halt dann einen Hashtag bekommen, der sie an die Grenzen ihres Möglichen bringt, und dann musst du für die Charaktere, die quasi im absoluten Endgame angekommen sind, was beim Pen Paper DSA dasselbe Schema ist, vor allem bei DSA 4 immer so, musst du immer auch größere Gefahren und Herausforderungen, immer mächtigere Gegner erschaffen, die aber dann auch irgendwann eigentlich jegliche Glaubwürdigkeit verlieren, wenn du halt, dann kommst du dazu, dass du halt jeden einzelnen Lab musst du halt die Welt retten, weil wir einen neuen Dämonenfürsten haben, damit du eine Herausforderung für die Spielenden anbieten kannst, die seit 20 Jahren spielen und die möglicherweise auf dem Weg halt schon gefühlt Borberat und alle 7 Heptarchen zur Strecke gebracht haben. Das ist genau der Punkt. Ja, also, da müsste ich aber auch einwenden, um ganz ehrlich zu sein, begegnest du solch einem Angroschim, mag dem ja vielleicht 20 Jahre egal sein, aber war dein Charakter vor 20 Jahren in seiner größten Blüte als Mensch, würde ich sagen, vielleicht geht er jetzt auf die 70 zu und so langsam nimmt er dann doch greisige Züge und den Körperabbau an. Boah, jetzt muss ich mich hart zurückhalten, das nicht auf manche DSA-Laper zu münzen, dass ich sage, da wachsen langsam die Greise heran. Spaß beiseite. So jung bin ich auch nicht mehr. Aber was halt wichtig ist, ist, wie gesagt, meiner Meinung nach das Reflektieren. Und das geht einem, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass einem das manchmal durchgeht. Erst recht in diesem Sinne, in der Hitze des Gefechts, kann man nämlich genau so sagen. Es geht einfach darum, dass man diesen Grundsatz, wir spielen hier miteinander. Und auch NSCs sind nicht dazu da, einfach nur verhauen zu werden, sondern auch die wollen ja eben dieses Spiel bereichern für uns, aber auch miteinander. Und es ist einfach schlechter Stil, wenn ich da dauernd nur in egomanischer Manier vorgehe und sage, ja, aber ich bin hier der dicke Fisch im Teich und alle anderen können mich mal. Gott sei Dank gibt es eben auch die Möglichkeit, natürlich zu gucken, im Bereich LARP noch mehr als im Pen and Paper wichtig zu schauen, was ist denn das eigentlich für eine Veranstaltung, auf die ich da so fahren will? Es gibt ja diverse Möglichkeiten, sich im Internet zu informieren. Ich nenne hier mal für euch zwei Beispiele für alle, die zum Beispiel jetzt als Zuhörende sind und dies vielleicht in den Fingern juckt, tatsächlich mal irgendwo Live-Rollenspiel im DSA-Bereich zu machen. Da findet ihr auf jeden Fall sowohl bei Alvaran LARP eine Zugänglichkeit, alvaran-larp.de ist das, genauso wie bei Auge der Gasse, das sind die Leute vom Codex Live-Rollenspiel e.V., und diese beiden Vereine sind die deutschlandweit größten. Den Alvaran LARP-Verein gibt's schon seit gefühlt meiner Geburt. Ist nicht wahr, aber fast. Und da ist es tatsächlich so, dass dort angebotene Cons, also Veranstaltungen, auch entsprechend darstellen, für was für Charaktere sind wir eigentlich geeignet? Sind wir eine Veranstaltung, auf der sehr viel zu kämpfen kommen wird? Sind wir eine Veranstaltung, die eigentlich fast nur für Magier und deren Angehörige interessant ist, weil dort zum Beispiel Akademiespiel betrieben wird oder Forschungsspiel betrieben wird?
Oder sind wir ein Konvent für geweihte Novizen, Akoluten und dergleichen? Oder rätsellastig, magielastig, etc. pp. Oder sind wir vielleicht einfach nur eine Feiercon, eine Taverne? Inkludieren wir Kinder oder eher nicht? Sind wir ein Ü18-Lab, etc. pp. Das sind alles Details, die man natürlich schauen sollte. Passe ich da mit meinem Charakterkonzept überhaupt rein? Ich suche mir das, was ich bespielen möchte an Cons für ein Jahr, auch sehr gut aus, ob das zu meinem Charakter gut passt oder eher nicht. Ob ich da wirklich sinnvoll eine Ergänzung darstelle oder ob das einfach Blödsinn ist. Ich muss nicht, wenn ich einen Geweihten spiele, der mit Magie so gut wie gar nichts am Hut hat, auf irgendeinen Akademielab fahren, wo sich Magier miteinander austauschen, Forschung betreiben und Schriftrollen wälzen, bis sie tot umfallen. Wobei das tot umfallen dann wahrscheinlich eher auf meinen absolut desinteressierten Geweihten zutreffen würde. Und das ist schon wichtig, dass man da natürlich so ein bisschen schaut, was möchte ich eigentlich genau. Aber ich habe gerade rausgehört, also wir sind natürlich jetzt bei LARP immer bei den Abenteuern, wie man es von Pen and Paper kennt. Aber das ist bei DSA auch das typische Tavernen-Lagerfeuer-LARP gibt. Also mein Einstieg ins LARP war tatsächlich ein Tavernen-Lagerfeuer-LARP, was mich unheimlich fasziniert hat, weil es wirklich sehr entspannt war. Aber zugleich mein In-Character trotzdem so viel immersiver etwas erlebt hat, als es das dann schon bei Pen and Paper war. Also ich kann euch sagen, dass das, also erstmal teile ich das total, was du gesagt hast. Ich bin tatsächlich auch im LARP-Einstieg über Tavernen-LARP reingekommen. Damals noch als Bochumer, kein Wunder, wer kennt's nicht, die Vier Winde in Bochum. Live-Rollenspieler, aber auch ansonsten, egal ob Brettrollenspiel oder sonstige nerdige Hobbys, Kneipe schlechthin. Und da habe ich damals, glaube ich, an meinem ersten Tavernen-Lab teilgenommen. Das war ein Weinfest. Und da habe ich an NSC eine Stadtwache dargestellt. Und das hat mich so mitgenommen, dass ich danach gesagt habe, yo, also da möchte ich doch mal mehr drin reinschnuppern. Und genauso wie sich als NSC für irgendeine Con anheuern zu lassen, kann es eben auch mit rudimentärer Gewandung einfach mal zu schauen, wie ist es auf so einer Taverne, was kann ich da so reißen. Da brauche ich vielleicht nicht den mega krassen Hintergrund direkt für meinen Charakter, da brauche ich vielleicht auch nicht die absolut diepe Lore-Kenntnis. Aber natürlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt auf irgendein, irgendeine Wald- und Wiesentaverne gehe, denn die sind tatsächlich in Deutschland dann doch meistens Crossover-Fantasy. Ich war jetzt zum Beispiel erst wieder auf einer und die spielt dann zwar in diesem Fall zum Beispiel auf dem Kontinent Mythraspera, also im Hintergrund vom Conquest of Mythodea, weil die Gruppe da einfach seit Jahren spielt und weil die sich eben ihr eigenes kleines Stück Land in dieser Mythraspera-Kolonie sozusagen gebaut haben, wo sie das dann bespielen. Nichtsdestotrotz haben die gar kein Problem damit, wenn einfach Charaktere aus allen möglichen Fantasy-Genres dann da auf ihre Taverne kommen. Ich habe da imperiale Landsknechte genauso gesehen wie eben DSA-Larper oder andere. Und damit muss man dann natürlich klarkommen. Der Vorteil ist, ich muss mich ja mit nichts unbedingt auskennen, haben wir schon erwähnt. Mein Charakter muss das ja nicht wissen. Warum sollte er auch? Und dementsprechend kann ich mir an so einem Tavernenabend genüsslich beim Schlückchen Bier oder eben auch nicht, wenn ich es mit dem Alkohol nicht so habe, einfach einen wunderbaren kulturellen, sozialen Austausch gönnen. Genauso wie du es gesagt hast, kann das dann eben sehr entspannend sein und auch ein sehr interessanter Einstieg einfach sein. Ich würde jetzt gerade noch einmal die Kurve nehmen, weil auch wenn wir das Ganze ein DSA-Podcast ist, ist glaube ich die Hauptzielgruppe schon Pen and Paper. Denn im Endeffekt sind ja auch die weite Mehrheit der Hosts-Kanäle, die Pen and Paper-Content anbieten. Du machst beides. Ich vermute auch beides noch aktiv bis heute. Oder hast du mit Pen Paper aufgehört?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich durch LARP mein Pen and Paper schon sehr runtergefahren habe. Das war bei mir so ein Übergang, sage ich mal. Pen and Paper ist so meine erste große Liebe gewesen im Bereich Rollenspiel. Das hat sich auch nicht geändert. Und vieles, da kommen wir auch gleich sicherlich nochmal zur Darstellbarkeit, vieles kannst du auch einfach nicht gut umsetzen im Live-Rollenspiel. Auch im DSA-Lab gibt es ja nicht umsonst Sachen. Ja, ich meine, wie willst du dich eben als Fexgeweihter in eine Nebelschwade verwandeln? Wie willst du als Magier einen riesengroßen Flammenstrahl schießen? Und. Und da gerät LARP, wie du ja auch schon mal früher in diesem Podcast gesagt hast, an gewisse Darstellungsgrenzen. Und sicherlich ist da die Fantasy, die Fantasie eines einer Pen and Paper Gruppe wesentlich einfacher zu handhaben. Ich kann eben auch für mich persönlich im LARP mit 1,83 sage ich zum Beispiel für mich persönlich, ich möchte einfach keinen Angroschim spielen, keinen Zwerg spielen, egal ob das mein erster DSA-Charakter war und ich da eine große, große Liebe für das kleine Völkchen habe. Ich möchte das aber einfach im LARP von meiner per se Ansicht her nicht machen, weil ich sage, ich fänd's albern mit 1,83. Das spreche ich aber anderen zum Beispiel überhaupt nicht ab. Und meine Pen and Paper oder mein Pen and Paper Konsum ist in den letzten Jahren sehr zurückgegangen. Der hatte noch mal ein großes Hoch während der Seuche. Wen wundert's, als Ersatzdroge online. Das war auch echt wieder eine schöne Zeit. Aber jetzt aktuell ist es bei mir wie bei vielen anderen auch der Fluch des Erwachsendaseins. Wann Zeit nehmen. Aber vielleicht kannst du trotzdem was zu sagen, was, also weil wir uns eben hauptsächlich an Pen-Paper-Spielende richten, was sind für dich Dinge, die man das Pen-Paper und ich sag mal so die Durchschnittsrunde beim Pen-Paper vom LARP lernen kann? Oder wo das LARP Dinge vielleicht besser macht oder Sachen, die du gerne mehr im Pen-Paper sehen würdest, die am Spieltisch auch umsetzbar sind, die das LARP bereits macht oder wo das viel normaler und gegebener ist? Spoiler an die Community, die das gerade hier hört. Die Fragen wurden mir vorher geschickt und das ist die einzige Frage, bei der ich wirklich strugglen muss. Tja, also wenn ich so mal überlege, was Pen and Paper vom LARP lernen kann, dann würde ich das sehr abhängig machen davon vom Spielstil der Pen and Paper Gruppe. Denn ich habe Pen and Paper schon sowohl auf die eine als die andere Art kennengelernt. Und zwar sehr regellastig, sehr würfellastig, als auch sehr rollenspiellastig. Fatalerweise hat es oft mit den Systemen zusammengehangen. Also bei einem Call of Cthulhu, wo traditionell sehr wenig gewürfelt wird und wo sehr viel über Atmosphäre und Rollenspiel geschieht, eben ein großer Kontrast zu exorbitanten Würfelorgien bei alten Shadowrun-Runden. Wo ich dann teilweise irgendwie 100 Würfel geworfen habe. Shadowrun 3 lässt grüßen. Und ich glaube, LARP lebt eben massiv viel davon, wirklich den kommunikativen Rollenspielaspekt zu betreiben. Und das ist für mich etwas, was ich so im Pen and Paper meistens nicht so wiedergefunden habe. Also muss nicht so, ja. Ja, ich würde es sogar fast ein bisschen kritisch sehen. Also es gibt zwei Punkte, die man betrachten muss. Im LARP bin ich etwas begrenzter durch die Darstellbarkeit. Das muss ich im Pen Paper nicht haben. Wenn ich ein 2 Meter Hühne bin und ich möchte aber den Angroschim spielen oder jemand ganz schüchternes Kleines, kann ich das im Pen and Paper machen? Im Zweifel, wenn ich das nicht gut ausdrücken kann, sondern erst übe, mache ich das mehr über die Würfel. Die Würfel habe ich im LARP nicht. Und da wird ja viel auch auf den visuellen Aspekt der Immersion etc. gesetzt. Umgekehrt gibt es durchaus bestimmt im Pen and Paper, also nicht durchaus, sondern es gibt sie auch, die mehr immersiven Runden, die sich weniger auf die Regeln, das Regelsystem oder das Würfeln konzentrieren,
wo ich dann in den Pen and Paper Runden auch begrenzter bin, wie im LARP mit der Darstellbarkeit. Wenn ich einen redegewandten, überaus wissenden Magier darstellen möchte im Pen and Paper und das Ganze aber sich, wie gesagt, mehr über die Immersion und das Spielen ohne Regeln, also mehr auf das Charakterspiel konzentriert, ich aber ein sehr introvertierter Spieler bin, der selten etwas sagt, dann wird es schwierig für mich, das darzustellen. Also im Pen and Paper habe ich halt den Vorteil, je nach Runde eben oder je nach System, dass man auf ein System zurückgreifen kann und somit vielleicht auch ein bisschen mehr üben kann. Würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass im LARP man dieses Backup oder dieses Mittel nicht hat, was ich glaube, dass man etwas charaktereingeschränkter ist zu Anfang und sich genau überlegen muss, was kann ich darstellen. Wenn ich sehr introvertiert bin, werde ich kaum einen redegewandten Barden darstellen können. Wenn ich unmusikalisch bin, wird es schon schwierig, den Barden oder die Bardin darzustellen. Das ist vollkommen korrekt. Naja, da habe ich also ja noch die Möglichkeit, den etwas, ich möchte jetzt nicht Slapstick sagen, aber den Barden, der von sich überzeugt ist, der gut singen kann, aber einfach keinen einzigen Ton trifft am Ende. Ich habe das tatsächlich neulich erlebt. Ich habe jemanden kennengelernt im LARP, der hat uns, ich möchte sagen, schon ein bisschen mit seinen Klampfenkünsten gequält an einem Tavernenabend. Aber der hat auch ganz klar in seinem Konzept verortet und das auch kommuniziert in Time, also im Spiel, dass er gerade quasi noch lernt. OT, also im Real Life gesprochen, der bringt sich halt gerade einfach Gitarrenspielen bei. Der hat das ein halbes Jahr gemacht, bevor er gesagt hat, so, jetzt ist das zumindest halbwegs erträglich und nicht so wie, naja, man kennt das, drückt einem Kind eine Violine in die Hand und dann fallen dir die Ohren ab oder eine Mundharmonika, sondern er hat erst ein bisschen trainiert und hat dann gesagt, ich möchte das jetzt aber umsetzen, weil das tatsächlich immer schon sein Traum war, im LARP einen Barden darzustellen. Aber er nimmt eben etwas mit. Und deswegen habe ich einen heiden Respekt vor diesem Spieler, weil er gesagt hat, ich fange nicht erst 2-3 Jahre danach an, in der Zeit spiele ich andere LARP-Charaktere, sondern ich nehme den kompletten Struggle mit, dass mein LARP-Charakter das noch lernt. Und er hat das auch in seinen Charakter eingebaut. Der Typ ist einfach vorher irgendein Knecht gewesen und ist dann quasi, hat sich aus seiner Knechtschaft freigekauft und ist dann träumerisch in die Lande gezogen, um Barde zu werden. Und der spielt genau das quasi aus. Und ja, das mag für manche Leute, die wirklich in der LARP-Szene gibt es unfassbar gute Barden und Bardinnen. Da kann man sich teilweise gar nicht vorstellen, was da für Leute rumlaufen. Also ich bin immer wieder geflasht. Und dass er das aber komplett mitnimmt, das finde ich einfach so bemerkenswert und da habe ich so viel Respekt vor, dass er sagt, ja, da muss ich durch, da müssen andere durch, aber das ist Teil meines Charakterkonzepts, das ist Teil dieses Process und das ist eben auch der große Vorteil zu sagen, ich fange nicht als krasser Held an oder sowas, sondern ich entwickle mich da erst rein. Und da gehört meiner Meinung nach eine Menge Schneid zu, sowas zu machen. Oder auch Liebe bedeutet, wenn ich etwas darstellen möchte oder werden möchte, und zwar in LARP und nicht nur auf dem Papier, es aber nicht kann oder mich noch gar nicht so richtig traue, dann ist das, glaube ich, so der gute Trick zu sagen, okay, ich fange ganz klein an und das ist mein Charakter und der möchte aber das werden und seine Liebe ist dazu so groß, dass er sich so engagiert und ich diese Charakterentwicklung von Beginn an sozusagen umsetze, weil das kann ich dann ja umsetzen als schüchterner Charakter. Finde ich aber fürs Pen and Paper auch geil. Es gibt ja diese Ansätze, eben mit weniger Punkten zu starten, um eben zu sagen, keine Ahnung, was ist das aktuell bei DSA 5? Ich habe es nicht mehr so 1100. Genau im Kopf. 1100 ist der Standardstart und das wäre so der 900er oder 1000er Start. Genau, und wenn ich dann, und dann steht ja auch explizit drin beschrieben, das ist jemand, der ist schon rumgekommen, ja. Auch vom Background her wissen wir ja ganz genau, ich kaufe mir dann eben mit den Punkten meine Geweihtenausbildung. Ich bin
fertiger Geweihter, ja, also Priester, und erlebe dann meine Abenteuer. Oder ich bin Absolvent einer Krieger- oder Magierakademie. Ja, die Leute haben ja schon was hinter sich und die sind vielleicht auch schon irgendwie ein Jahr durch die Lande gezogen oder sowas und haben was erlebt. Geschweige denn von deren Familien-Background etc. Aber ich fand es zum Beispiel immer super interessant zu sagen, wir starten jetzt einfach mal mit so richtigen Billow-Leuten. Ja, haben wir zum Beispiel mal in einer Gruppe gemacht. Da sind wir alle einfach als Gossencharaktere, also eine Straßenbande von Jugendlichen im Garretter Südviertel gestartet. Und die haben sich dann einfach in spezielle Richtungen entwickelt. Klar, war da schon sowas vorgemauschelt wie dieser Charakter soll mal in Richtung Magier gehen oder Magiedilettant und sowas. Und da gibt es schon über Punkte was verankert im Hintergrund. Aber wie sich das eigentlich erst entwickelt, hat sich bei allen erst ausgestaltet über die ersten 5 bis 8 Abenteuer, die man so erlebt hat. Wo es dann im Garretter Südviertel gestartet ist, wo sich die Meisterin, in dem Fall die Spielleiterin, entsprechend was ausgedacht hatte, wie genau diese Jugendbande dann dazu gezwungen ist, sich aus ihrer Komfortzone sozusagen rauszubewegen und dann eben von der KGIA gejagt in Aventurien irgendwo ihr Glück in der Ferne versucht. Und wenn sich Charaktere so gestalten, dann ist das, hast du oftmals diesen Aspekt ja zum Beispiel nicht mit, also man kennt das ja seitdem man Pen and Paper macht, der die größte Herausforderung des Spielleiters zu Beginn ist, wie bringe ich die Idioten eigentlich alle zusammen? Außer über die Taverne. Genau. Und wenn du natürlich mit so einem Gruppenkonzept schon startest, dass die sich seit ihrer Kindheit kennen und so weiter, die sind zusammen im Südviertel aufgewachsen, jetzt als Beispiel eben hier, dann hast du natürlich ein ganz anderes Standing der Gruppencharaktere zueinander, als wenn du da irgendwie einfach x-beliebige Charaktere zueinander steckst, die vielleicht teilweise nicht mal so gut zusammenpassen. Und ich glaube, da kann man sicherlich auch beim Pen and Paper viel profitieren, aber beim LARP genauso gut, sage ich mal. Beim Pen and Paper oder DSA 5 speziell kann ich aber nur den Tipp geben, seid großzügig mit der Punkteverteilung, damit der Erfolg sich auch irgendwann einstellt, dass ich mit meinem Charakter auch etwas erreichen kann. Denn wenn man den 900-Punkte-Charakter nimmt und nach den Abenteuern die Punkte, wie sie in Abenteuern vorgesehen sind, vergibt, dann lande ich nach 10 Abenteuern nicht mal auf meinen 1100 Punkten. Von daher... Ja gut, das sind ja sowieso Hausregelungen, die Spielleitungen für sich treffen. Da kann ich auch nur sagen, das haben wir bei uns in unseren Runden auch im Regelfall so gemacht. Wir haben immer mindestens doppelte AP vergeben, alleine schon, damit du eben einen Progress hast. Allerdings, wie gesagt, muss man da meiner Meinung nach auch immer sehr gut unterscheiden, was habe ich eigentlich für Leute am Start. Also ich kann jeden verstehen, der eben sagt, ey, unsere Gruppe will jetzt die richtig dicken Dinger drehen, ja. Frei nach dem Motto, wie man das früher gesagt hat, eben, wir gehen jetzt auf Fahrt mit Filerson und danach hauen wir eben noch Borberat vor die Umme und let's go. Ich will den Endboss. Und 5 Jahre später sind mit beiden Kampagnen dann auch fertig. Genau. 2 Punkte, die ich aber noch mitgenommen habe, die ich vielleicht herausstellen kann, die sind natürlich im Pen Paper jetzt nicht fremd oder so weiter, aber ich finde die Quanti-Punkte, das Ganze ist ein Teamsport oder ein Teamspiel, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist ein Pen Paper, glaube ich, bei vielen Leuten schon angekommen. Aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, dass man das Ganze mehr als Teamspiel verstehen sollte. Und es ist auch viel schöner, wenn man mit seinem Charakter andere Charaktere in Szene setzen kann, wenn man andere Charaktere in den Vordergrund spielen kann und denen quasi ein bisschen die Unterstützung anbieten kann. Und der andere Punkt ist, dass ich glaube, was Pen Paper tatsächlich noch lernen kann, ist die Grundphilosophie des Play to Struggle, oder aus Play to Fail, also bewusst zu sagen, sich bewusst zu sein, was kann der eigene Charakter gut, was kann der eigene Charakter nicht so gut. Und auch damit zu spielen, dass der eigene Charakter eben auch mal scheitert, weil ansonsten, wenn man beides ignoriert, wird es ganz schnell zu einem, die Spielenden gegen die Spielleitung. Und das ist in meinen Augen selten wirklich schön, oder das ist dann auf Dauer für eine Seite immer irgendwann frustrierend, weil es entweder in einem Wettrüsten ausartet
oder halt dazu führt, dass eine Seite eigentlich immer verlieren muss. Und ich glaube, es ist viel schöner, wenn die Spielenden, also wenn man als Spielleitung gar nicht die Notwendigkeit hat, die Spielenden immer mit größeren und heftigeren Herausforderungen zu versorgen, weil die Spielenden selbst aus den Herausforderungen, die man ihnen gibt, bereits etwas machen, indem sie ihre Charaktere eben auch mal strugglen lassen. Das kann vor allem mit den moralischen Überzeugungen, mit Wertesystemen, gerade bei geweihten Charakteren oder anderen Charakteren, die im festen moralischen System verortet sind, total spannend sein, eben damit umzugehen, was passiert, wenn mein Charakter diese Regeln übertritt und mein Charakter ist am Ende immer noch ein Mensch, der zwar diese moralischen Vorstellungen hat, aber der eben auch daran mal scheitern kann. Und wie spiele ich damit? Und ich glaube, das ist auch etwas, wo ich sagen würde, das ist was, was zumindest nach deiner Beschreibung im LARP, wahrscheinlich auch nicht bei allen, aber zumindest bei der Mehrheit tiefer verankert und besser verinnerlicht wurde, auch wenn es da eben noch die Probleme gibt, wie gehe ich mit dem 20. Hashtag um und wie kann ich das Spiel trotzdem für beide Seiten schön gestalten. Dann halt Schwierigkeiten, da ist ein großer Unterschied zum Pen and Paper natürlich. Wenn ich jetzt sage, im Cthulhu zum Beispiel, ja super weit verbreitet, also jetzt speziell mal aus Pen and Paper gemünzt, ich baue mir einen Charakter, erlebe ein Abenteuer und nach einem Abenteuer ist der einfach wahnsinnig oder tot. So, im Cthulhu ganz normal. Beim LARP ist es so eine Sache. Unterscheidet sich, glaube ich, sehr groß eben, ob ich sage Kampagnen-LARP oder ob ich sage Nordic-LARP. Beim Nordic Lab, wenn ich weiß, dass das zum Beispiel, ich definiere das jetzt mal nicht näher, wer sich für sowas tatsächlich interessiert, googelt das Nordic Lab bitte mal als Definition. Das übertritt hier unser Zeitpensum, das ist nämlich gar nicht so einfach, ja. Weil das eine eigene Philosophie ist. Kurz gefasst, was eben das Interessante daran ist, ist, wenn ich irgendwelche One-Shots spiele im Nordic Lab, die von der Orga organisiert sind, wo mir teilweise sogar Gewandung gestellt wird, weil das zum Beispiel in einem riesengroßen Bunker stattfindet, wo ein Kastensystem angesiedelt ist, wo alle verschiedene Blaumänner tragen in verschiedenen Farben oder in Grau waren es, glaube ich, alle und dann mit verschiedenen Abzeichen je nach Kaste drauf und so weiter, dann ist das halt minimalistisches Gewandungsplay und da kannst du dann natürlich unglaublich viel Effort reinstecken in die Darstellung und vor allen Dingen musst du dich überhaupt nicht scheuen, weil du weißt ja, wenn du Freitag oder Donnerstag das Ganze anfängst und Sonntag ist Abbau, ja, wenn du bis Samstagabend draufgegangen bist, dann ist das einfach scheißegal. Im Gegenteil, wenn du einen richtig geilen Abgang hast, weil das andere auch noch stagen, und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, was zum Beispiel eben auch im Pen and Paper schön wäre, wenn das mehr vielleicht noch wäre. Aber das sage ich dir ganz offen oder sage ich euch ganz offen, das ist auch schön, wenn das im LARP noch viel, 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 viel mehr wäre. Leute, die andere stagen. Jemand, der einen Adligen darstellt, der braucht einfach Leute drumherum, die das entsprechend auch emporheben. Ich kann nicht irgendwo reingehen, wo Leute vielleicht auch tolle Gewandungen haben und dann habe ich entsprechend kein Gesinde dabei. So, aber wenn ich eben als Adliger mir die Arbeit gemacht habe und gesagt habe, ich mache das mit Freunden zusammen und andere spielen eben Mägde, Knechte, begleitende Ritter, Knappen und so weiter und dann tauche ich da eben als Baronin auf. Und kann das auch entsprechend dadurch steuern. Aber auch andere Leute, die sagen, oh, da ist die Baronin XY aus Winsalt. Oh, sieh mal, ihr Kleid, wie wundervoll. Und das Geschmeide, wie das schon wieder glänzt. Oh, ich muss direkt zu ihr. Und oh, dieser Duft, das muss die neueste Note aus Winsalt sein. Das brauche ich auch. Ja, wenn ich das eben stage, wenn ich andere Leute emporhebe, dann macht das unglaublich viel. Und das bereichert einfach wirklich. Und das ist auch, glaube ich, da stimme ich dir voll zu, egal ob Pen and Paper oder LARP, das bringt einfach enorm viel und hilft eben auch irgendwelchen, ich sag mal, Dingen entgegenzuwirken, die auf uns vielleicht trashig oder lächerlich wirken. Gut, bei der Kampagne achtet man vielleicht auch ein bisschen drauf, gerade beim One-Shot, wenn mein Charakter drauf geht, geht er drauf. Wenn ich aber in einem LARP spiele und mein Charakter unheimlich viel Handarbeit in dieses Kostüm gesteckt habe, wochenlang oder gar bei manchen jahrelange Näharbeit hintersteckt, Kostümerstellung und plötzlich kommt irgendjemand daher um die Ecke und bringt meinen Charakter um. Also da bedarf es natürlich entsprechender Absprachen. Ich glaube, das gilt für Pen, Paper und LARP. Also ich habe schon oft gehört, dass gerade der Tod dieser Charaktere auch ein unglaublich intensiver Moment im LARP sein kann.
gerade wenn da so eine richtig ausführliche Begräbnis stattfindet, was wirklich ausgespielt wird. Es sollte natürlich aber auch angemessen sein. Also ein Charakter, der seit 10, 15 Jahren gespielt wurde, darf nicht einfach so random von einem Ork von hinten abgestochen werden, ohne dass der Spieler irgendwie Einfluss drauf hat. Aber weder im Pen and Paper auch, noch im DSA. Genau, eben, der Tod sollte der Bedeutung auch entsprechend sein. Das gilt fürs Pen and Paper wie fürs Lab, dass man auch, also es sollte am besten in Absprache geschehen, oder es sollte eigentlich immer in Absprache geschehen. Ich weiß, da gibt es Pen and Paper und die andere Philosophien haben, aber das ist meine Überzeugung. Und dann solltest du aber auch die Würdigung erfahren können. Aber es kann dann durchaus sehr intensiv sein, wenn eben ein Charakter, den man jahrelang gespielt hat, einen Heldentod oder einen Heldinnentod findet. Ist, glaube ich, der Klassiker, den wir alle am Anfang erlebt haben, als wir mit Pen and Paper angefangen haben, wo wir in irgendwelche Kämpfe mit unseren Stufe 1 Charakteren reingeraten sind, der Spielleiter würfelt und dann sind wir plötzlich mit 2 Leuten von 5 Gruppenmitgliedern sind wir einfach tot. Und dann wusste man gar nicht, naja, was macht man denn jetzt eigentlich? Und dann baut man sich halt fürs nächste Abenteuer neue. So nach dem Motto. Aber ich meine, deswegen würfelt ein Spielleiter im Zweifelsfall ja auch meistens verdeckt. Deswegen gibt es da eben gruppeninterne Mechanismen, das zu regeln. Und genauso ist es im LARP auch im Regelfall mit der sogenannten Opferregel geregelt, nämlich dass das Opfer einer Aktion die finale Entscheidung darüber fällt, was passiert mit dem eigenen Charakter. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe es auch schon gehabt, dass ich mit einem Waldläufer von hinten in eine Orkrotte reingeschossen habe und mich dann in den Wald verkrümmelt habe. Und da einen sehr steilen Abhang runtergelaufen bin und 3 Ork-Spieler oder NSCs hatten nichts Besseres zu tun, als in einer halsbrecherischen Geschwindigkeit diesen Abhang mir nachzujagen. Und da ich ein Mensch bin, der zwar durchaus manchmal ein bisschen Jackass-Attitüden hat, die haben im Alter allerdings ein bisschen abgenommen, da war ich früher ein bisschen krasser, war ich echt überrascht, wie übelst Safety First, die da ignoriert haben. Ich habe wirklich gedacht, die rasen da in mich rein. Ich hatte einen Langbogen dabei, der weit über 100 € gekostet hat. Ich hatte echt Angst, dass der kaputt gehen kann. Und ich hab wirklich abgebremst. Und dann sind die da in mich reingecharged fast schon, was im Lab sowieso immer so eine Sache ist, die einer gewissen Absprache bedarf. Und dann ging's halt schon los mit irgendwelchen Kehlenschnitten an meinem Hals und so weiter. Und dann wurde ich auch plötzlich angeflaumt, wieso ich denn nicht umfalle und verbluten würde. Und da habe ich wirklich in dem Moment, in der Szene, das ist ein sehr negatives Beispiel mal, wie es im Lab sein kann, aber sowas wollen wir ja auch nicht außen vor lassen, da habe ich wirklich wutentbrannt meine Sachen inklusive meines Bogens einfach auf den Boden geworfen, bin ins OT gefallen und habe gesagt, so Leute, was ist mit euch eigentlich nicht in Ordnung? Erst rast ihr wie die Wahnsinnigen hinter mir her, bringt euch und mich in Gefahr, dass uns was passiert an diesem steilen Hang. Und dann noch dieses beschissene Spielangebot mit, wir stechen dich hier im Wald ab, dann stecht mir doch in den Bauch mit einem Messer und einer von euch raunzt sowas wie, lass den dreckigen Menschen doch hier krepieren, soll er in seinem eigenen Blut ersaufen, los, nimmt seine Wertsachen und wir gehen. Das ist ein Spielangebot, weil wir alle wissen, an einer Bauchwunde verreckt man langsam und es ist etwas Persönliches. Ja, das ist aber ein Spielangebot, bei dem ich als Charakter ich bin in einem echten Wald, ich sitze nicht am Spieltisch und kann mit meinem Pen and Paper Charakter vielleicht irgendwas machen, weil ich liege in einem scheiß Wald auf einem laubigen Boden. Ich möchte für mich den Anspruch haben, die 50 Meter bis zum Waldrand durchs Laub zu kriechen und um Hilfe zu rufen, damit dann Heiler, die dann auch dadurch Spiel bekommen, mich eben entsprechend versorgen können. Und wenn mir jemand im Lab die Kehle aufschlitzt, ich nach 20 Sekunden tot und kann einfach, das war am Samstagmittag irgendwann, da kann ich auch nach Hause fahren. Das ist kein gutes Spielangebot. Und dementsprechend auch da wieder reflektieren, überlegen, was mache ich? Ja. Und das ist im LARP sicherlich noch ein bisschen diffiziler als im Pen and Paper. Heißt aber nicht, dass man das nicht umsetzen kann auch. Es ist natürlich im LARP auch schwieriger. Also am Tisch habe ich ja die Spielleitung, den Meister, der alles im Blick hat. In dem Moment in der Situation ist vielleicht gar keine Spielleitung und gar kein anderer Charakter oder NPC zur Hand, die die Situation in so einem Moment retten kann. Ist natürlich auch eine sehr ungünstige Situation gelaufen und die 3 Spieler haben sich da, glaube ich, in etwas verrannt in dem Moment.
Man kann genauso gut sagen, dass ich zum Beispiel natürlich das Risiko eingegangen bin, dass mir genau das passiert. Das entbindet uns gegenseitig aber nicht einer gewissen Sorgfaltspflicht, nicht nur was den Sicherheitsaspekt, den erwähnten, angeht, sondern auch eben den Aspekt, dass wir ja nicht wollen, dass irgendjemand frustriert ist. Ja, also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, so ich gehe jetzt einfach nach dieser Szene und ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Und ich revidiere quasi, also ich retcon diese Szene. Das habe ich auch nicht gemacht. Stattdessen hat dann eben der Besonnenste von den dreien gesagt, so okay, du hast recht, wir beruhigen uns jetzt kurz, atmen alle einmal durch. Und dann hat er genau das umgesetzt, was ich vorgeschlagen hatte. Und dann haben sie mich mit einer fetten Bauchwunde blutend da liegen gelassen und sind gegangen und haben meinen Bogen als Beute mitgenommen. So, Konsequenzen sind eine wichtige Sache. Keine Konsequenzen sind langweilig. Dann brauche ich nicht spielen, ja. Zu viel Konsequenzen finde ich auch schwierig. Dann geht der Spaß verloren. Den Punkt kann man auch fürs Pen and Paper mitnehmen, als Spielleitung zu schauen, selbst wenn man das Gefühl hat, boah, die SCs haben sich wirklich dumm in die Lage gebracht, man kann ja argumentieren, wie dumm bist du denn als Waldläufer, einfach von hinten in eine Orkrotte reinzuschießen, die in massive Überzahl sind, das war vielleicht nicht der smarteste Move, aber eben das Ganze nicht immer, also dass man sich überlegt, dass die Konsequenzen am Ende wieder ein neues Angebot beinhalten, das ist ja auch das gesamte Konzept des Failing Forwards. Also natürlich muss ein Handeln Konsequenzen haben, es muss auch mal schlecht für die Charaktere laufen, gerade wenn auch die Würfel vielleicht mal nicht mitspielen oder wenn Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht nicht so klug waren. Aber am Ende sollte es daraus eine neue Szene erwachsen, eine neue Chance erwachsen und nicht unbedingt eben das ultimative Charakterende oder auch einfach der komplette Plot vor die Wand gefahren werden oder das totale Scheitern, sondern immer zu überlegen, okay, wie kann ich daraus jetzt eine Kurve ziehen, sodass das Spiel weitergeht, sodass das Ganze innerweltlich logisch ist und es gleichzeitig ein neues Angebot ist, eine neue Option, eine neue Möglichkeit eröffnet, sowohl für die Charaktere als auch für den gesamten Plotstrang. Aber ich werfe einen Blick auf die Uhr und wir sind schon deutlich über unserer Stundenmarke. Wir gehen gerade auf die anderthalb Stunden zu. Ich würde es ganz kurz an der Stelle zusammenfassen mit: Das Spiel spielen ist das Ziel und nicht das Gewinnen ist das Ziel. Sowohl beim Pen Paper als auch beim Lab, würde ich sagen, ne? Spaß haben ist das Spiel, genauso wie wir hier im Podcast, weil mit mir, jeder von meinen Freunden, der das hier hört, hätte euch vorher attestieren können, mit mir könnt ihr auch nichts anderes erwarten, als dass das Ding überzogen wird. das ist schon wieder fest einkalkuliert. Ich würde einen kurzen letzten Satz von jedem nochmal einfangen. Was ich an dieser Stelle gerne empfehlen würde, nämlich ist die Dokumentation Weltenspieler, Faszination Live-Action-Roleplaying. Die finde ich sehr schön und vor allem gibt die, finde ich, auch visuell so einmal die komplette Bandbreite wieder und fokussiert sich nicht so stark aufs Mittelalter-Lab, wie es viele andere dieser Dokus tun. Die Dokus sind auch in den letzten 10 Jahre deutlich besser geworden übers Lab, würde ich behaupten. Die finde ich aber sehr schön, die kann man empfehlen, findet man in der ARD-Mediathek. Wenn wir dran denken, findet ihr einen Link auch in der Podcast- und oder Videobeschreibung. Falls nicht, findet ihr unter dem Begriff Weltenspieler die aber auf jeden Fall. Ist beim Hessischen Rundfunk erschienen. Genau, die findet ihr vom Hessischen Rundfunk auch bei YouTube. Frei zugänglich. Folge. Nee, ich glaube mittlerweile komplett. Ah, das wäre super. Ja, dann war mal nur die erste online. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Es müssten alle drei sein. Ich hoffe auch vollständig. Und ja, die bilden eine große Bandbreite ab. Vor allen Dingen diese Dokumentationsreihe ist wirklich gut gemacht. Da kann ich dir nur beipflichten. Wir haben als LARPer, jeder LARPer, der jetzt hier zufälligerweise reinhört, oder auch jeder DSA-Spieler, der auch LARP macht, wird mir beipflichten können. Wir haben in den ganzen letzten 10 Jahren und länger Dokumentation, wenn man das so nennen darf, ja, also eher nicht. Tut mir leid, RTL, ich muss leider flamen, aber das, was ihr da macht, ist scheiße. Dinge erlebt, das ist es einfach nicht wert, ja. Also wenn man sein Hobby dauernd als nerdiges Scheißzeugs darstellen lassen muss, dann ist das einfach sehr unbefriedigend. Und der Hessische Rundfunk, also Respekt, haben da wirklich was Tolles zusammengestellt. Die haben aber auch wirklich mal sich die Zeit genommen, Recherche zu machen und da Leute ranzuholen, die da auch was Vernünftiges zu sagen konnten. Mit Sicherheit weit vernünftiger als ich. Oh, das würde ich jetzt nicht sagen, vernünftiger als du. Also ich finde, das war schon ganz ordentlich. Aber ja, ich habe die selber gesehen und sind wirklich sehr gut recherchiert, sehr gut dargestellt. Und
wenn man dann jetzt doch ein bisschen Lust auf DSA LARP bekommen hat, weil man ja über den Podcast dann sich so gedacht hat, naja, spielt jetzt DSA und der Schritt zu DSA LARP wäre jetzt vielleicht doch möglich oder vorstellbar, da findet man einige Darstellungen von DSA LARP, sodass man sich so ein bisschen was sogar angucken kann, ne? Ja, ich bin auch drin, man sieht einmal meinen Rücken. Ach, wie schön. Das ist unser Call to Action, findet Marks Rücken. Ja, die 2 Sekunden Fame, ne? Wie man so schön sagt. Ja, kannst jetzt sagen, du warst im Fernsehen. Ich war vor allen Dingen hier und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich für eure Einladung bedanken. Es ist mir eine große Freude gewesen, auch mal einen Podcast mit meinem Halbwissen beglücken zu dürfen. Aber ich hoffe, es hat auch den Hörenden da draußen einen schönen Einblick gegeben, wie DSA eben nicht nur als Pen and Paper, sondern auch als LARP sein kann. Und sind wir ehrlich, bei DSA haben wir alle nur Halbwissen. Es gibt niemanden, der DSA komplett kennt. Nicht möglich, behaupte ich jetzt mal an dieser Stelle. Es sei denn, man betreibt ein jahrelanges Studium. Dann kommt man vielleicht irgendwo in die Nähe. Ich habe Leute kennengelernt, die gruselig nah dran sind. Ja, nah dran ist aber noch nicht ganz drin. Den Aspekt im Übrigen, den hatte ich vorhin noch schon ganz kurz ansprechen wollen, aber ich dachte mir, naja, wird zeitlich knapp. Kampf und Kampf in DSA 5 unterscheidet sich wahrscheinlich im LARP massiv, aber sollte das irgendwann mal Interesse sein, können wir vielleicht dazu noch mal eine Podcast-Folge oder ähnliches in Bezug mehr DSA aufnehmen. Den haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Wir haben mal das Negativbeispiel eines Kampfes gehört, wie er aber auch positiver verlaufen kann. Muss dazu fügen jetzt zur Ehrenrettung, ich hatte vorher den Highground, ja? Also das war nicht total dämlich, ja? Wir wissen ja alle, spätestens seit Obi-Wan, der Highground ist essentiell. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass die halt wie die Wahnsinnigen hinter mir herrasen. Aber jetzt höre ich auf, mich zu rechtfertigen, sonst wird's peinlich. Ja. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Sehr gerne. Atta, schön, dass wir wieder eine tolle Folge aufnehmen konnten. Ihr da draußen, wenn ihr DSA LARP oder andere Erfahrungen habt, schreibt das doch mal gerne in die Kommentare. Und ich würde an der Stelle den Podcast einfach mit einem kleinen Zitat von Frankie aus der Rocky Horror Picture Show abschließen. Wenn ihr Lust auf DSA LARP bekommen habt, dann don't dream it, be it. An der Stelle sagen wir Tschüss. Tschüss. Die Zwölfe mit euch.